Hallo, alte Freunde und neue Freunde. Ich habe mir heute mal gedacht, ich mache jetzt mal so ein FAQ-Video. Frequently Asked Questions. Das ist ein Zungenbrecher. Das kann ich kaum aussprechen. Und es hört sich an, als hätte ich schon Alkohol getrunken. Aber ich trinke Kaffee mit Sojamilch. Richtig hip, richtig gesund. Warte mal, ich muss das mal hier vorne vor mich hinstellen. Sonst macht das ja irgendwie hier keinen Sinn, wenn ich immer so... Oh. Egal. Also, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal so ein Video mit allen Fragen, die ich dauernd gestellt kriege, weil es sind irgendwie immer die gleichen. Und es sind ja doch in letzter Zeit ein paar neue Mausebären mit dazugekommen. Also, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Und ja, ich denke mir halt immer so, wenn ich zum 28. Mal die Frage lese, wie alt bist du oder was arbeitest du? Und dann denke ich mir immer so, das habe ich doch schon tausendmal gesagt, so... Aber es ist natürlich klar, ich habe keinen Bock, die Frage 800 Mal zu beantworten und noch viel weniger Bock habt ihr euch alle Videos. Ich glaube, wie viele Videos habe ich eigentlich hochgeladen? Mittlerweile 150 oder so. Es ist total logisch, ne? Wenn ihr neu mit dazugekommen seid, dann wisst ihr das halt natürlich nicht. Und ich vergesse das irgendwie immer, dass ihr natürlich nicht selbstverständlich wisst, wie alt ich bin und wie lange ich schon mit meinem Freund zusammen bin. Weil das muss man ja wissen, steht in der Zeitung. Ja, nee, steht es natürlich nicht und weiß kein Mensch. Und es sind immer die gleichen Fragen. Deshalb habe ich gedacht, ich mache jetzt mal so ein Video, wo ich einfach diese Fragen alle mal beantworte. Und da können wir so ein bisschen quatschen und da können wir mich vielleicht ein bisschen so kennenlernen, wenn ihr neu seid. Tut mir leid, wenn ihr jetzt schon länger mit dabei seid. Also es tut mir gar nicht leid, aber es tut mir leid, dass euch das Video wahrscheinlich jetzt nicht interessiert, weil es ist ja doch total lustig, ne? So ein paar Namen, wo ich echt weiß, die sind einfach schon von Anfang an mit dabei. Das ist so unglaublich, dass ihr immer noch mit dabei seid und dass ihr mich immer noch schaut. Und da freue ich mich so, so sehr drüber. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn neue Leute mit dazukommen. Und ja, für die alten Hasen ist es natürlich mega langweilig jetzt heute das Video, weil ihr die Sachen alle schon wisst. Aber ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal einmal das Video und dann kann ich das immer in jedem Video quasi oben so verlinken. Und wenn dann jemand neu auf meinen Kanal kommt und das erste Mal ein Video sieht und sich denkt, oh Gott, was ist denn das für eine bekloppte alte, was ist denn mit der? Ja, das kann ich jetzt in dem Video nicht beantworten, was mit mir nicht richtig ist. Das müsste dann vielleicht ein Psychologe rausfinden, aber wer ist es eigentlich? Das könnte ich jetzt mit diesem Video heute vielleicht mal beantworten. Und ja, ich habe jetzt ein paar Fragen rausgeschrieben, die ich irgendwie dauernd kriege und werde die jetzt einfach mal beantworten. Frage Nummer 1. Woher ist dein Geschirr? Fragt ihr mich immer. Das ist jetzt gerade von H&M Home. Ich sage jetzt immer mit dazu, welches Geschirr ich benutze, weil ihr das auch voll oft fragt. Ich könnte jetzt übrigens auch wieder sagen, so, ach, oh, sorry, ich habe mich heute gar nicht so geschminkt, meine Haare nicht so gemacht. Und ich dachte mir eben gerade, als ich hier meine Kamera aufgebaut habe, es ist so ultra heiß. Es regnet zwar gerade draußen, aber es ist so schwül und ich schwitze so sehr. Zum Glück könnt ihr nicht sehen, wie sehr ich schwitze. Aber ich merke es schon. Naja, egal, zu viele Informationen. Auf jeden Fall dachte ich mir irgendwie, es ist so ein bisschen, kommt es mir vor, als wären wir, also ihr und ich, in so einer Langzeitbeziehung. Wenn ich mir so meine ersten Videos angucke, wie ich mich da zurecht gemacht habe, da habe ich mir richtig, richtig schön Mühe gegeben. Da habe ich mir schön einen Lidstrich gemacht, ein geiles Make-up, mir was Anständiges angezogen, habe mir die Haare schön gemacht. Und heute so, ne, ziehe ich halt meine Baumwollschlüpper an, rasiere mir die Beine nicht mehr und ja... setzt mich halt so hier vor die Kamera. Also irgendwie ist es so, als hätte man so eine Beziehung, ne, in der man sich am Anfang voll Mühe gibt und irgendwann denkst du dir dann so, wem mache ich das vor? Der andere weiß doch sowieso, was für ein vergammelter Assi ich bin, deshalb brauche ich da eigentlich auch gar nicht rumtun. Ich glaube, in so einem Stadium ist unsere Beziehung mittlerweile nach anderthalb Jahren YouTube jetzt. Aber darum geht es auch heute gar nicht, ne? Aber, naja, ich meine... ist, wie es ist. Ich bin vorhin durch die Stadt gelaufen und habe mich heute hier schon ins Nirvana geschwitzt. Es war schrecklich. Also, schauen wir mal. Ich habe mir ja aufgeschrieben, ne? Also, was fragt ihr? Die Frage, die ich eigentlich unter jedem Video mindestens einmal lese, ist, wie alt bist du? Ist natürlich schnell beantwortet und dann oft sagen die Leute auch so, ja, vielleicht will sie das nicht sagen und so. Nein, es ist nicht so, dass ich das nicht sagen will. Also manchmal vergesse ich halt zu antworten oder manchmal habe ich auch keinen Bock, das zum 23. Mal zu beantworten. Ich bin 31 Jahre alt. Ich sage ja immer gerne, ich bin 19, aber man sieht es halt, dass nicht so ist, ne? Nein, ich bin 31, habe im Januar Geburtstag mit Sternzeichen Wassermann, falls es euch irgendwie genauer interessiert. So, dann die nächste Frage. Die kriege ich so, so oft gestellt, die Frage, und ist mir aufgefallen, unter jedem Food Diary bekomme ich die gestellt, weil ich, glaube ich, immer beim Food Diary sage so, oh, ich gehe jetzt abends arbeiten und so. Und das ist natürlich eine logische Frage, die ihr euch stellt.
was arbeitest du? Diese Frage, die kriege ich so oft gestellt. Und dann schreiben manchmal dann so Leute drunter so, ja, das will sie nicht sagen. Und neulich habe ich auch wieder so einen voll bösen Kommentar gekriegt, was mir eigentlich einfällt, dass ich die Leute erst so neugierig mache und dann nicht sagen will, was ich arbeite. Und ich denke mir immer so, hä? Aber ich habe doch die Frage schon voll oft beantwortet. Das stimmt ja gar nicht, dass ich nicht sagen will, was ich arbeite. Also ich erkläre es jetzt noch mal ein für alle Mal für alle. Es ist halt erstens nicht so einfach. Also was arbeite ich? Ich arbeite in der Medienbranche und das ist eigentlich auch immer die Antwort, die ich gebe. Aber das ist nicht nur die Antwort, die ich auf YouTube gebe, sondern auch so, wenn ich irgendwie jemanden kennenlerne. Weil guck, es ist jetzt einfach so, wenn du zum Beispiel, du bist jetzt Lehrerin oder du bist Krankenschwester und es fragt dich jemand, was arbeitest du? Da sagst du, ja, ich bin Lehrerin oder Krankenschwester und da kann sich halt jeder Mensch was drunter vorstellen. Also auch ich, wo ich vom Lehrersein keine Ahnung habe, kann mir ungefähr vorstellen, ah ja, eine Lehrerin, die macht das und das. Okay, das ist der Beruf. So, damit ist die Sache geklärt. Aber irgendwie ist es halt in meinem Beruf nicht so einfach, weil ich bin Freiberufler und ich arbeite halt für verschiedene Sender und ich arbeite nicht bei jedem Sender unter der gleichen Jobbezeichnung. Also wisst ihr, wie ich meine? Ich versuche das jetzt mal alles irgendwie zu erklären, dieses ganze Medienkonstrukt. Also, es gibt ja quasi in der Medienbranche oder beim Fernsehen, von Film reden wir jetzt mal nicht, also ich rede jetzt von Fernsehen. Ich bin nicht beim Film, ich mache keine Hollywood-Filme. Habe auch gerade nicht gepupst, war mein Fuß, aber das ist eine andere Geschichte. Also ich mache keine Hollywood-Filme, mache einfach so ganz normalen Fernsehscheiß. Und es gibt drei Bereiche. Also es gibt Bereich Technik, das ist zum Beispiel Kameramann oder ein Bildmischer, ein Cutter und so weiter. Das sind eben die Leute, die halt technische Sachen machen. Dann gibt es den Bereich Produktion. Das ist mein Bereich, wo man eben so Kram organisiert. Im Prinzip löst du den ganzen Tag Probleme und kümmerst dich um Scheiß, um den sich keiner kümmern will. So kann halt alles sein. Ne? Dispo schreiben, wann muss wer wo sein oder irgendwie sind denn alle da und ja, also so ein bisschen Mutti für alles. Und dann gibt es noch den Bereich Redaktion. Das sind eben so diese inhaltlichen Sachen. Und auch das ist manchmal mein Bereich. Also ich bin so ein bisschen zwischen Produktion und Redaktion. Ich mache halt beides so ein bisschen. Ne? Es gibt viele Jobs, zum Beispiel der Job als Producer ist oft so, dass der beides mit einschließt, dass du inhaltlich halt auch bei so Themenfindung und so halt mitarbeitest, dass du aber auch eben organisatorische Sachen machst. Ne? Also wann muss Person X wo sein und wann drehen wir wo und lauter so einen ganzen Scheiß. Also nicht besonders spannend, aber sind halt auch Sachen so, die man halt auch erledigen muss. Und um das ganze Ding halt irgendwie am Laufen zu halten, so eine Produktion, da stehen ja so viele Leute mit dahinter, ne? Und so viele Jobs und jeder hat da irgendwie seine eigenen Probleme und ja, im Prinzip läuft das halt bei der Produktion dann alles so zusammen und du bist halt so ein bisschen, ich meine, die einen sagen, du trägst sehr viel Verantwortung, die anderen sagen, du bist der Arsch vom Dienst, das könnte man natürlich auch sagen. Böse Zungen behaupten, also deshalb, das ist eigentlich der Grund. Das Einzige, was ich habe ja nie gesagt, ich sage nicht, was ich arbeite. Das Einzige, was ich halt nur nicht sage, ich rede nicht über einzelne Sendungen oder über einzelne Sender oder über solche Sachen. Ich meine, das versteht sich ja von selbst, dass ich jetzt nicht sagen kann oder da auch nicht jetzt irgendwie Social Media oder Vloggen oder so machen kann und sagen kann, ja, heute habe ich das und das gedreht, läuft aber erst in 3 Monaten im Fernsehen, aber bei mir schon hier der Spoiler. Das kann ich natürlich nicht machen, weil sonst brauche ich nicht mehr kommen, dann ist mein Job weg. Das finde ich natürlich nicht geil. Das ist das Einzige, was ich gesagt habe, darüber rede ich nicht und deshalb will ich da auch das irgendwie nicht vermischen mit meinem Job und mit YouTube und so. Aber es ist natürlich kein Geheimnis, was ich arbeite. Und ich denke mir auch immer so, alles, wo man so ein krasses Geheimnis drum macht, da ist auch irgendwie für die Leute dann besonders interessant. Ich habe mich mal selber gegoogelt, ich weiß gar nicht mehr warum. Und da kam dann gleich als erster Treffer Risi Random Fernsehen. So, also es ist nicht so, dass ich da irgendwas Spannendes mache, was sich lohnt zu googeln. Aber was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich wieder den Faden verloren, weil mich der Kaffee abgelenkt hat. Aber das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich jetzt nicht so konkret antworten kann, was ist meine Jobbezeichnung. Ne? Wie gesagt, manchmal Produktion, manchmal Redaktion, manchmal beides und es läuft so ineinander. Also in meinem Studium hatten wir so einen Dozent und der hat immer gesagt, der Produzent kann alles ein bisschen,
aber nicht so richtig. Und im Prinzip ist das genau das, was mein Job beschreibt. So alles so ein bisschen und 1000 Baustellen und versuchen, das Chaos so gering wie möglich zu halten. Sagen wir es mal so. Das trifft es eigentlich ganz gut. Also, und deshalb ist es halt einfach nicht so einfach, mit einem Satz zu beantworten. Ihr seht, ich rede jetzt seit 8 Stunden jetzt hier schon wieder und habe immer noch nicht genau erklärt, was ich arbeite. Aber es ist halt auch schwierig zu erklären, finde ich. Also auf jeden Fall, das ist so das, womit ich mein Geld verdiene. Nicht wahr? Also, um die Frage zu beantworten, und dann finde ich es immer voll lustig, wenn einer sagt, nein, das ist ein Geheimnis. Nein, das ist kein Geheimnis, aber man muss ja dann auch irgendwann mal gut sein lassen. Ne? Ich gebe euch ja Infos, aber manche Sachen sind halt einfach, dann möchte ich halt auch nicht mehr dazu sagen und dann muss man es auch mal gut sein lassen. Ne? Dann noch eine andere Frage. Video mit meinem Freund, das fragen auch total viele. Wird es denn ein Video mit meinem Freund mal geben? Auch das ist wieder so eine Sache wie mit der Arbeit. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt meinen Freund oder meine Beziehung komplett geheim halte. Also mein Freund ist ja eh, Gott sei Dank, so nett und so cool und macht das alles mit. Aber der hat halt überhaupt keinen Bock, vor der Kamera zu sein. Und der mag das nicht und es ist ihm, glaube ich, jetzt auch irgendwie nicht so angenehm und der möchte nicht so gern vor der Kamera sein. Und das muss man akzeptieren und das ist auch völlig okay. Und ich will ihn da nicht irgendwie vor die Kamera zerren. Aber wenn er jetzt in einem Vlog oder so mal zu sehen ist, dann stört ihn das auch nicht. Und da bin ich natürlich happy drüber, weil ich finde, auch, ne, wenn du dann irgendwas so krass geheim hältst, dann musst du immer so aufpassen, oh, ist jemand im Hintergrund im Bild und du musst es rausschneiden und so. Da habe ich auch keinen Bock drauf, aber ich möchte jetzt kein Video mit ihm zusammen machen, wo wir jetzt zusammen hier sitzen und irgendwie quatschen. Das heißt, ich möchte das nicht, wenn er das nicht möchte. Ne? Also ich werde ihn dazu jetzt nicht zwingen und ich finde es aber eigentlich auch ganz okay. Also ich möchte auch so ein bisschen, wenn ich manchmal hier so lese, was ich so für böse Kommentare kriege, dann möchte ich gerne meine ganzen lieben Menschen um mich rum in meinem Leben alle davor beschützen und sie alle da raushalten aus dieser YouTube-Nummer, weil, ja, wenn jemand mich beleidigt, das ist ja die eine Sache. Aber wenn jetzt jemand mein Schatzilein beleidigen würde, wäre ich schon ganz schön angepisst. Deshalb bin ich ganz froh, um das irgendwie auseinanderzuhalten. Wisst ihr, wie ich meine? So ein bisschen, ne? Wenn du eine Mutti bist, dann verstehst du, dass jemand dir blöd kommt, ist die eine Sache. Aber wenn jemand deinem Kind blöd kommt, dann ist es nochmal was anderes. Ja, dann fragen total viele, wo wir uns kennengelernt haben und wie lange wir zusammen sind. Also wir haben uns beim Arbeiten kennengelernt. Ja, schnell erzählt, mein Freund ist Kameramann und dann haben wir uns kennengelernt bei der Arbeit. So, ja, spannende Geschichte und das ist 10 oder 11 Jahre her. Ja, 11 Jahre ist es her, wir waren ja nicht von Anfang an gleich zusammen. Wäre doch eher so ein bisschen Liebe auf den zweiten Blick, würde ich sagen. Genau, und wir sind jetzt seit 10 Jahren zusammen und was natürlich demzufolge auch viele fragen, warum seid ihr nicht verheiratet? Wollt ihr heiraten? Wollt ihr Kinder? Also wir haben prinzipiell nichts gegen das Heiraten, überhaupt nicht. Es ist aber jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich muss jetzt unbedingt heiraten. Also keine Ahnung, vielleicht heiraten wir irgendwann mal, vielleicht auch nicht. Ach, wer weiß das schon so genau. Und ob wir Kinder mögen? Ja, jetzt darf ich natürlich nicht sagen, ich mag keine Kinder. Es ist schon sehr viel besser geworden. Also es ist nicht mehr so, früher fand ich Kinder echt so, oh, ich gedacht, boah, ich halte es nicht aus, ne? Irgendwo Kinder sind voll schlimm. Ich bin ein bisschen toleranter geworden, was das angeht. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich irgendwie Bock auf Kinder habe. Also ich selber möchte irgendwie keine Kinder. Ich weiß nicht, das ist irgendwie nicht so mein Ding, aber weiß auch nicht. Irgendwie wünsche ich mir keine Kinder. Und mein Freund zum Glück auch nicht. Also zum Glück sind wir uns da einig, ne? Weil sonst wäre immer ein bisschen schwierig. Und ja, also haben wir nicht vor, haben wir nicht geplant. Dann fragen noch total viele ja immer so zu dieser Abnehmen- und Ernährungsnummer. Ich weiß nicht, da könnt ihr mir gerne mal schreiben, wollt ihr mal so ein Abnehmen-Q&A? Das hatten wir ja vor einer Weile schon mal gemacht oder vor einem Jahr oder so. Aber ich hatte neulich so das Gefühl bei Instagram, wo wir über das Thema gesprochen haben, dass da unglaublich viel Frage- und Redebedarf ist von eurer Seite. Also vielleicht machen wir da so ein extra Q&A. Dann schreibt mir da mal die Fragen, die ihr habt, irgendwie in die Kommentare oder schreibt mir, ob ihr das überhaupt sehen wollt. Dann können wir da ein extra Video machen. Also, aber eine Frage, die ich auch unter jedem Food Diary oder die ich total oft bekomme, ist, ob ich Kalorien zähle. Und die Antwort ist, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Ich zähle keine Kalorien. Ich finde es an sich nicht so schlecht. Ich habe das beim Abnehmen am Anfang gemacht, einfach so, um ja so ein bisschen so eine Relation, so ein bisschen so ein Verhältnis zu kriegen, was man denn eigentlich so zu sich nimmt, was man denn so isst und so ein bisschen zu lernen, was hat überhaupt wie viel Kalorien. Ich meine, das weiß man ja jetzt auch nicht unbedingt. Und da kann man auch so kleine so Fettfallen und sowas halt irgendwie aufdecken. Da fand ich das ganz gut, aber ich würde niemals, also ich finde, man kann so nicht leben. Ich habe, das ist jetzt schon 8 Jahre her oder 7 Jahre oder so, dass ich irgendwie diese 50 Kilo abgenommen habe. Das ja jetzt, also ich kann ja so nicht leben. Ich kann ja nicht jeden Tag mit meinem Notizblock und gucken, wie viel Kalorien hat irgendwas. Es ist ja auch so, dass man, irgendwann lernt man ja auch so ein bisschen, ne, wie viel Kalorien haben die Sachen.
Und dann hat man das irgendwie so auch so drin. Und ich finde, das sollte auch das Ziel sein, dass man das so ein bisschen, ja, dass es alles so natürlich einfach kommt und der Körper so ein bisschen dir auch sagt, so, ja, jetzt haben wir genug gegessen und so. Das finde ich ist eigentlich so das Beste. Aber ich finde es schon so, wenn man jetzt sagt, ich will jetzt anfangen mit Abnehmen, finde ich, ist es nicht das Schlechteste, da mal sich das aufzuschreiben, was man isst. Aber ich zähle jetzt nicht jeden Tag Kalorien und so. Auch voll viele fragen mich immer nach Weight Watchers und Weight Watcher-Punkte. Keine Ahnung, Leute. Ich habe nie Weight Watchers gemacht. Ich weiß, dass es da Punkte gibt, aber das ist auch schon alles, was ich drüber weiß. Also dazu kann ich euch überhaupt nichts sagen. Mit diesen ganzen Diäten und so kenne ich mich überhaupt nicht aus. Dann fragen auch noch voll viele, wie oft mache ich Sport? Da kann ich euch mal hier meine Sportroutine verlinken. Ich weiß gar nicht, wo kommt denn das immer reingefahren? Da oder da? Na egal, also ihr geht einfach auf das i da oben für Info und dann kommt ihr zu dem Video. Das ist meine aktuelle Sportroutine und die hat sich jetzt ein bisschen geändert, weil ich jetzt seit ein paar Monaten Yoga für mich entdeckt habe und ich liebe Yoga so, so sehr. Ich weiß, es ist eigentlich, Yoga ist in dem Sinne kein Sport. Es tut mir so, so gut und es macht mir so viel Spaß. Das hätte ich niemals gedacht. Mache ich tatsächlich fast jeden Tag Yoga. Und wenn es nur ein schneller, kleiner Quickie-Sonnengruß morgens ist, herrlich, es tut mir so gut. Also Leute, mit Yoga, ich weiß, viele sagen, oh, sie hätten da gern mehr Infos und Videos und so und auch mit Meditation. Nur das Problem ist, ich muss ja da selber erstmal reinkommen. Ne? Ich gucke ja selber dauernd irgendwie so Videos bei YouTube und muss da so viel lernen. Ich fühle mich nicht in der Lage dazu, euch dazu irgendwelche Ratschläge zu geben. Deshalb wird das, glaube ich, noch ein bisschen dauern, bis ich da mal ein Video dazu mache, genau. Und ansonsten, wie oft mache ich Sport? Das ist halt auch voll unterschiedlich. Ne? Manchmal mache ich echt auch nur einmal in der Woche Fitness, weil es sich nicht anders ausgeht. Und manchmal mache ich viermal in der Woche Fitness. Also kommt drauf an, jetzt im Winter gehe ich total, jetzt im Winter, ich bin auch dämlich im Sommer, ne, schwitze mir einen ab wie der letzte Assi hier und sag jetzt im Winter, naja gut. Also auf jeden Fall jetzt im Sommer gehe ich halt auch total gern schwimmen und ich schaue, dass ich jeden Tag mindestens 10.000 Schritte laufe. Ich finde, das macht auch viel aus, so diese kleinen Sachen im Alltag. Aber so explizit ins Fitnessstudio, da gehe ich doch im Winter sehr viel öfter als jetzt im Sommer bei 35 Grad. Da habe ich echt Besseres zu tun und da finde ich draußen Sporteln doch sehr viel schöner eigentlich. Also so viel zu meiner Fitnessroutine. Ich kann da auch immer mal wieder so Updates machen von der Fitnessroutine, wenn euch das interessiert. Und dann noch eine Frage, die ich auch voll oft kriege unter den Food Diaries. Isst du? Und dann kommt Kohlenhydrate. Ja, ich esse Kohlenhydrate, ich esse ausschließlich Kohlenhydrate, ich liebe Kohlenhydrate. Also ich habe schon öfter gesagt, ich glaube an dieses Low-Carb-Märchen nicht. Ich kann euch aber halt auch nicht sagen, ob das das Nonplusultra ist. Also meine Überzeugung ist echt, dass so eine High-Carb-Ernährung mit wenig tierischen Produkten, bin kein Veganer übrigens, aber ich finde vegane Ernährung sehr, sehr gut. Und ich weiß, ihr wünscht euch ein veganes Food-Diary eine Woche und das wird es auch geben. Nach dem Urlaub wird es auf jeden Fall geben, dann mache ich das. Ich persönlich glaube, dass diese Ernährung mit wenig tierischen Produkten, im besten Fall gar keinen tierischen Produkten und viel Kohlenhydraten, guten Kohlenhydraten, ne? Wir reden jetzt nicht von Törtchen und Donuts und so, sondern gute, natürliche Kohlenhydrate. Ich glaube, dass das die beste Ernährung ist. Für mich persönlich ist es zumindest die beste Ernährung, weil sie macht mich satt, zufrieden und glücklich. Aber Leute, alles funktioniert, ja, also ich habe auch schon viele Leute gesehen, die haben mit Low Carb abgenommen, die haben mit Metabolic Balance, mit irgendwas abgenommen, also nur weil das bei mir funktioniert, heißt das nicht, dass das bei dir funktioniert, deshalb ist es natürlich immer schwierig, da jemanden einen Ratschlag zu geben, aber ich esse eigentlich alles, esse ich Süßigkeiten, fragt ihr auch oft, ja, esse ich zwischendurch, ja, ja, alles, natürlich, ich bin ein ganz normaler Mensch und ich esse auch gerne Süßigkeiten und im Food Diary, das finde ich, ist halt auch immer wichtig zu sagen, auch ein Vlog, ein Food Diary, es ist immer nur ein Ausschnitt aus meinem Leben und ich vergesse auch manchmal zwischendurch was zu filmen und vergleicht euch da nicht. Ne? Da habe ich ja schon, das sage ich ja jedes Mal, vergleicht euch nicht mit anderen, macht euer eigenes Ding. Es ist nicht schlimm, wenn man mal was Süßes isst. Das ist auch nicht schlimm, wenn man mal 5 Kilo zunimmt. So ihr Lieben, ich glaube, das waren jetzt so die Hauptfragen, die ihr mir immer stellt. Vielleicht machen wir nochmal Teil 2, wenn jetzt noch so viele Fragen zusammenkommen. Dann können wir auch noch einen zweiten Teil gerne machen. Na ihr Lieben, ich hoffe, dass euch das Video Spaß gemacht hat. Und dass es ein paar Antworten auf eure Fragen gab. Und ich habe eigentlich ziemlich viel Schwachsinn auch so drumherum geredet. Fällt mir gerade ein, aber what's new? Das auf jeden Fall nicht. Also wenn ihr mich schon länger schaut, dann wundert euch das nicht. Wenn ihr neu seid, herzlich willkommen. Das ist jetzt euer Leben. Findet euch damit ab. Also ihr Lieben, wenn euch das Video Spaß gemacht hat, Däumchen hoch und Abo nicht vergessen. Ich habe ja, das muss ich euch noch kurz erzählen, ich habe mir vor ein paar Tagen überlegt, weil ich hätte so gern so ein Vitamix, Vitamix heißt der, Vitamix,
dieser coole Mixer, wo man so coole Smoothies und sowas mitmachen kann. Hätte ich voll gerne, ist natürlich arschteuer und will ich mir eigentlich nicht kaufen. Und dann habe ich mir überlegt, sollte ich irgendwann mal 20.000 Abonnenten haben, kaufe ich mir einen Vitamix. Wie cool wäre das denn, um mich selber damit zu belohnen? Also, wenn ihr wollt, dass ich mir einen Vitamix kaufe, müsst ihr mich abonnieren. Als ob es euch nicht scheißegal sein kann, ne? Ist mir gerade so eingefallen. Ist ja auch egal. Also, Däumchen hoch und Abo nicht vergessen. Und danke fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ihr süßen Mausebärchen. Ach, schön, ne?